So, hallo einmal. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit ein paar Mods dazu geladen, die das Spiel so ein bisschen verändern und ausprobiert, ob das funktioniert. Und siehe da, es funktioniert. Wir können jetzt ganz ranzoomen, wenn wir wollen. Soweit. Und wir können auch ganz rauszoomen, wenn wir wollen. So, dass wir quasi fast das ganze Gebiet sehen. Das ist jetzt unsere Basis hier. Hier oben ist so ein geothermaler Generator. Hier unten ist einer. Hier weiden gerade die Tiere. Hier ist unsere Killbox, Carstenhausen. Und das, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen soll hier, das Gebäude. Ja, und ich habe entschieden, dass wir hier jetzt einen Holzwall bauen, weil für die ganzen Tiere haben wir zu wenig Weidefläche und wir nehmen einfach das dazu. Hat den Vorteil, wenn wir diese Mauer bauen hier, dann können wir das hier abreißen, weil wir haben hier unten ja noch eine. Und wir gehen sowieso davon aus, dass die meisten Leute uns von hier angreifen. Das hier habe ich entschieden, reißen wir ab und bauen das aus Stein nach und erweitern das Gebiet hier um diese Ecke noch und reißen dann das ab. Wir müssen uns irgendwann mal wieder um die ganzen Leichen kümmern, aber das ist ja immer so. Okay, dann hier Hydroponik. Und wie gesagt, dann haben wir hier halt diese ganzen neuen Gäste, in Anführungszeichen. Constantia nicht ganz so neu. Constantia gab es bei uns ja schon mal. Und ja. Sie hat Schmerzen, sah Verbündete sterben, ist nackt. Ich habe mal geguckt. Ups, verdammt, Axt. Jetzt ist der Controller runtergefallen. Und hat uns. Vielleicht wollte der Controller nicht, dass wir zu sehr auf Constantia gucken, wo sie gerade nackt ist. Aber genau, sie ist nackt. Ich habe mal nachgesehen, wo es hapert. Sie trägt eine Mütze aus Stoff und ein Hemd aus Stoff. Aber keine Hose. Das ist das Problem. Die Leute werden hier ohne Beine dargestellt, darum sieht man das nicht. Okay, dann haben wir hier Mensch. Der trägt einen Parka, Stammeskleidung, das ist quasi so ein Bärenfell und eine Mütze aus Stoff. Klärt wir. Trägt sogar eine Schutzhose. Also die sind alle gut angezogen, bis auf Constantia. Dann, wie geht's denen? Also hier Jefim, das ist Nonos Bruder. Der ist immer noch auf Entzug, hat mehrere Prellungen, hat diese Ellenbogenklinge. Ich frage mich, ob das nicht vielleicht schlau wäre, einem Gefangenen die Ellenbogenklinge zu entnehmen. Allerdings ist das im Grunde genommen ja ein vollkommen unnotwendiger Eingriff. Insofern lassen wir das mal. Wir wollen ihn ja sowieso dazu bringen, dass er sich der Kolonie anschließt, genauso wie Constantia und Mensch. Cladvia ist mittlerweile immun gegen ihre Wundinfektion hier, hat sich soweit auch relativ gut erholt, hat immer noch starke Schmerzen, aber ist überall so über den Berg, würde ich sagen. Hat ein bisschen blöde Stimmung, das liegt daran, starke Schmerzen, depressiv, krank, in der Kälte geschlafen. In der Kälte geschlafen, ist das da so kalt? 13 Grad, so voll okay, oder? Ja. Oh, aber ihre Stimmung wird davor. Okay, gut, dass sie sich uns nicht anschließt. Ihre Stimmung wird dadurch verbessert, dass sie jemanden sterben sah. Drei Leute sogar. Das gibt jeweils dann ein paar Punkte auf die Stimmung drauf, weil sie ist blutlustig. Findet das hier richtig gemütlich. Okay. Hat hohe Erwartungen, angenehme Umgebung, eindrucksvolles Esszimmer. Gefangener wurde entlassen. Ja, das macht einen natürlich hoffnungsfroh. Aber schauen wir uns mal hier Constantia an. Die war ja schon mal Teil unserer Kolonie. Und mittlerweile Kerstin
Kerstin findet sie toll, die Konstanzia, weil die haben miteinander gesprochen viermal und sie findet Kerstin körperlich ansprechend. Kerstin mag sie aber nicht so gerne. Ja, und dann haben wir hier Nuno. Es wurde eine Beziehung aufgebaut, aber sie ist noch nicht so überzeugt. Und dann hier die ganzen anderen sind unter ferner Liefen. Sissi ist noch, also Sissi und Konstanzia haben sich, glaube ich, gleichzeitig der Kolonie angeschlossen, mehr oder weniger. Und die kennen sich noch von früher, ist aber auch alles noch ein bisschen feindlich. Oh, großartig. Markus hat mit ihr geplaudert, tiefgründiges Gespräch dreimal geführt, hat sie verachtet, hat sie beleidigt und hält sie gefangen. Okay, so viel dazu. Denn wenn man jetzt hier sieht, sieht man hier unten sieht man die letzten sozialen Interaktionen von Konstanzia und da sieht man, Nuno zeigt Interesse an den persönlichen Gewohnheiten von Konstanzia, fragte Konstanzia über ihre Familienhintergründe aus. Nuno ermunterte Konstanzia, über das Treffen von neuen Leuten nachzudenken. Nuno gab Konstanzia eine Chance, sich über das Loslassen alter Freundschaften auszusprechen. Ich denke mal, wahrscheinlich meint sie die Leute, die in der Killbox gestorben sind. Nuno erzählte Konstanzia etwas über ihre Kochfähigkeit und Nuno versprach Konstanzia Güte und fragte, ob sie der Kolonie beitreten will. Aber wie gesagt, ist noch nicht so toll. Wie sieht es denn bei Jefim aus? Ja, also irgendwie scheint da ein gespaltenes... Ah ne, da hat Nuno auch versucht, Jefim das gleiche hier, neue Freunde und alte Geschichte über Hoffnung und treffen neue Leute und so, die sind alle gar nicht so scheiße hier in der Kolonie und ja. Und als das dann nicht geklappt hat, ihren eigenen Bruder zu rekrutieren, hat dann Carsten angefangen. Carsten gab Jefim eine Chance, über seine Leichtgläubigkeit zu diskutieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Achso, wahrscheinlich ist Carsten hingegangen und hat gesagt, hier, die Leute der Fläche, oder Ost-Orkolior ist das, glaube ich, genau, dass die verarschen dich nur und die nutzen dich nur aus, was bist du für ein Depp und so. Und dann hat er hier, Carsten, gab Jefim eine Chance, über Verbundenheit nachzudenken. Wahrscheinlich hat er gesagt, Jefim muss einen Aufsatz schreiben, irgendwie mindestens 500 Wörter oder so, ich weiß es nicht. Dann erzählte Carsten eine alte Geschichte über die Kolonie, vermutlich wie er gerade von einem Hirsch angegriffen wurde oder wie er seine Lunge rausgeschossen bekommen hat. Ja, Carsten fragte Jefim über seine Größe aus, keine Ahnung warum. Jefim und Kladwia unterhielten sich über Lieblingsfrisuren, okay. Kladwia machte sich lustig über die Akzente von Jefim. Das ist auch gut, weil die gehört auch zu Ost-Orkolior. Und wenn sie ihn beleidigt, dann will er vielleicht lieber bei uns bleiben. Wie sieht das beim Mensch aus? Mensch hat sich bisher, also ist bewusstlos, hat sich bisher nur mit dem leider jetzt verstorbenen Schlange über Gesichtsbehaarung ausgelassen. Okay, also ob das was wird, sehen wir dann. Dann hier haben wir Kerstin, liegt immer noch im Bett, ist aber alles nicht so schlimm. Harmen auch, okay. Ja, und was wir jetzt nämlich machen können, wenn wir auf die Forschung gehen, wir können hier Prothesen erforschen. Das ist jede Menge Ersatzorgane, die wir dann hoffentlich selber herstellen können. Und wo wir zum Beispiel, ganz wichtig, Markus, fehlenden linken Zeigefinger ersetzen können, hoffentlich. Und Carsten hat ja mittlerweile die Spenderlungen. Aber immer noch Stichnarbe am rechten Bein. Vielleicht kann er bionische Beine kriegen. Das wäre cool. Dann kann man ganz schnell rennen und so. Ja. Genau, hier oben, wie gesagt, das wird ausgebessert. Und wo ich jetzt gerade nochmal so auf das Gefängnis zoome, das ist ein bisschen überfüllt hier, finde ich. Ich meine, die brauchen wir alle erstmal nicht hier. Aber doppelt so viele Leute wie Betten ist nicht gut. Darum bauen wir hier mal ein richtiges Gefängnis, beziehungsweise planen eins. Bauen müssen es ja die Leute dann.
So dachte ich mir, ist das hier der Eingang? Kann man hier so zwei, drei Türen machen? Kann man hier vielleicht so einen kleinen Turret hinstellen, wenn die ausbrechen, dass sie dann beschossen werden? Und dann machen wir hier sowas wie eine Aula, wo die Leute irgendwie Freizeitaktivitäten angeboten bekommen. Und dann machen wir hier ein paar getrennte Schlafzimmer, womit die dann fast schon besser wohnen als die Kolonisten. Aber macht ja nichts. So. So, wenn das dann irgendwann fertig ist, können wir da die Möbel reinstellen und dann sehen wir weiter. So, wir haben immer noch Winter, aber... Ach ja, 0 Grad ist es. Das heißt, die Sachen, die hier draußen liegen, die verderben wenigstens nicht, weil es so kalt ist. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Ich habe den Tieren gesagt, die sollen alle wieder reingehen hier. Und hier haben wir ein paar Tiere geschlachtet, während sie draußen waren. Das ist eigentlich eher ungünstig. Oh. Was ist mit Sissi los? Sissi holt sich was zu essen, sehr gut. Was ist mit Cross los? Cross hat ein Bedürfnis. Leiche gesehen. Ja gut, da können wir jetzt schlecht was dran ändern, dass hier ständig Leichen gesehen werden. Die Beziehung zur Fraktion hat sich... Kladwia hat das Gebiet verlassen. Sehr gut, wir haben sie freigelassen. Das heißt, es ist hier jetzt schon wieder ein bisschen... Der hat immer noch starke Schmerzen. Sie hat mittlere Schmerzen. Er hat mittlere Schmerzen. Dann tun wir Mensch mal ins Bett hier rein. Der hat es nötiger. Ja, übrigens, von wegen hier, Kerstin schläft mit Cowboyhut. Alle schlafen mit Hüten. Bench hat einen Stahlhelm auf dem Bett. Weil man weiß ja nie, wer nachts angreifen tut. Was wir auch mal machen können, ist, hier sind mehrere verschiedene Gebiete zum Lagern von Zeug. Die können wir alle mal in ein Gebiet legen hier. So. Gucken wir mal, ob da alles gelagert werden darf. Ja. Sogar Nahrung auch, okay. Aber nichts, was verderben kann. Überlebensration darf. Rohes Essen. Kein Heu, Pemmican, Schokolade, Trockenfutter darf. Rohstoffe, Pflanzenmasse darf nicht. Was ist das hier? Produktion? Gewebedrucker darf. So. Das sind dann so die Sachen, die man immer machen muss. Ja. Ah, siehst du. Hier haben wir auch jede Menge Waffen gefunden. Sehr gut. Sissi hat wieder fast einen Zusammenbruch. Warum diesmal? Starker Entspannungsmangel. Leichter Entspannungsmangel. Okay. Sie kümmert sich also drum, ja? Oh, warte mal. Bevor die hier anfangen, Dächer zu bauen, soll Cross mal hier die Mauer abreißen. Ach Gott, schleppt doch mal die Leichen weg. Wer hat denn hier die beste Stimmung? Okay. Ich habe die beste Stimmung. Okay, dann schleppe ich die Leichen weg. So, zumindest mal eine. Kerstin.
Nono denkt sie auch nichts dabei. Sissy ist erstaunlich ausgelastet jetzt wieder. Und Harmon, die sind so ein bisschen am Wasser gebaut. Aber lassen wir den auch mal beerdigen. Dann, wenn ich fertig bin hier mit beerdigen, möchten wir bitte den nächsten beerdigen. Den hier. So, dann sind die weg und dann sehen die Leute die nicht mehr. So. Dann können die anderen hier mal die Alpakas tragen. Oh, imperialer Händler ist immer gut. Das sind die, die einem vielleicht, Nuno hatte ja hier beschädigte Kleidung, im Sinne von, was war das noch? Psyfokus Weste. Der Helm brauchen wir neu und das Hemd brauchen wir neu. Helm und Hemd, okay, das kriegen wir hin. So, wo kommen die? Wo seid ihr? Da unten. Da kommen sie. Das ist nicht großartig. Jetzt haben wir eine Übersicht über alles. Wissen die überhaupt, wo die hin sollen hier? Die laufen so ein bisschen Larifari durch die Gegend. Liegen jetzt noch irgendwie Leichen rum? Gott sei Dank, wir haben alle weg. Ach, da liegt noch eine. Immer wenn man denkt, man hat alles aufgeräumt, kommt irgendwo eine Leiche her. Ah ne, der muss ja mit denen handeln. Moment mal, sind die Gräber schon wieder alle voll? Die Gräber sind schon wieder alle voll. Eieiei. Wenn das so weitergeht, da. So, Markus möchte mal gerne. Der hat nämlich auch einen Zylinder. Der handelt wahrscheinlich nur mit Zylinderleuten. Könnte man mal die Enten wegräumen. Okay, dann schauen wir mal. Ein Psi-Fokus-Hemd gibt es. Könnten wir zwei von besorgen und einen Helm kriegen wir auch in normaler Qualität. Dann machen wir das mal. Und natürlich will niemand die Yorkshire Terrier kaufen. Und wir könnten auch bei Sklavenhändlern Gefangene verkaufen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man Geld macht. Man nimmt die gefangen und verkauft die dann. Aber der Händler kauft diese Ware nicht. So, Techprint, Körpermodifizierung. Stelle Bionics her, die das natürliche Gewebe verändern können. Das wird typischerweise für ästhetische Verbesserungen oder für persönliche Vergnügen gemacht. Schaltet frei ästhetische Nase, ästhetischer Formgeber, Sexverstärker. Dafür haben wir leider nicht genug Geld. Was wir aber brauchen werden, sind Bauteile, denke ich mal. Und fortschrittliche Bauteile. Uff. Das kostet auch ganz schön viel. Die Muntermacher können wir verkaufen, da wird man sonst nur süchtig nach. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas zu verkaufen? Die Psychoidblätter und die Rauchblattblätter. Aber da verkaufen wir mal nicht alle, sondern behalten 500 hiervon und 200 hiervon. So, dann sind wir schon fast wieder ausgeglichen. Ah, zirkadische Halbzykler.
ein Signalwandler, der die Hälfte des Gehirns isoliert und die andere Hälfte schlafen lässt, während der Benutzer äußerlich wach bleibt. Durch den Wechsel der Gehirnhälften braucht der Benutzer nie zu schlafen. Meine Güte, das ist ja großartig. Nuklearmagen. Ein Mikronuklearreaktor kombiniert mit komplexer chemischer Synthese, der den Nahrungsenergiebedarf des Körpers ersetzt. Nahrung wird nur noch benötigt, um die aus dem Körper ausgeschiedene Materie zu ersetzen, was die Nahrungsaufnahme des Benutzers deutlich reduziert. Diese künstliche Magen verhindert eine Lebensmittelvergiftung. Da aber zum Abschirmen des Reaktors nur wenig Platz zur Verfügung steht, steigt das Krebsrisiko durch radioaktive Strahlung. Das ist nicht so gut. Die Arbeit mit einer Gehirnhälfte ist eine Verringerung des Bewusstseins. Das klingt einfach zu gut. Energiegewehr klingt auch ziemlich gut. Energielanze. Langsam müssen wir mal sowas in der Industrie aufbauen, damit wir hier Silber machen können, weil momentan geben wir nur aus die ganze Zeit. So. Den Helm und das Hemd. Dann soll der das tragen und der das tragen und der das tragen. Oh, Handelsschiff, Großhändler, sehr gut. Vielleicht kriegen wir jetzt ja mal Geld. Vielleicht können wir ein paar Yorkies verkaufen. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele Yorkies. So. Tragen wir das mal alles in die So. Und dann brauchen wir hier mal so ein orbitales Dings, weil die Dinger muss man bauen, wenn man Sachen verkaufen will, müssen die hier im Radius liegen. In den anderen Lagerräumen haben wir schon welche, aber hier noch nicht. Bauen wir mal zwei hin. Und dann, sobald Carsten Zeit hat, momentan holt er noch eine Ente. Bringt die natürlich hier hin. So, jetzt hat... Ja gut, dann ist halt was, Carsten. So, jetzt hat er Zeit und kann mal sich mit extreme Koala-Bären-Versand in Verbindung setzen. Dem Großhändler. Und vielleicht kriegen wir ein paar Tiere verkauft. Dann überleben die möglicherweise sogar den Winter. So, okay. Was haben wir hier? Entenküken. Weibchen, Männchen, Truthahn, Küken, Weibchen, Ente, Weibchen, Enterich, Männchen. Da haben wir mehrere von. Enterich, Männchen, Truthahn, Küken, Truthahn, Weibchen 3, Weibchen 1, Weibchen 5. Und haben wir keinen? Doch, Männchen haben wir noch 1. 2, behalten wir die zweimal. Okay, dann haben wir hier Weibchen, Männchen. Ach Gott. Die sind momentan nur zu dritt. Ah ne, hier ist auch noch ein Männchen. Hier sind zwei Männchen noch, die keinen Namen haben. Ein Männchen verkaufen wir mal. Obwohl wir wahrscheinlich zwei neue kriegen hier. So, Alpaka-Fohlen. Oh, wir können wieder Muffalos züchten. Wir haben wieder von jedem Geschlecht welche, aber einen Wir könnten auch noch ein Männchen dazu kaufen, aber es reicht eigentlich. Dann Lazarus Alpaka 1. Weibchen, Weibchen, Weibchen 3, Weibchen. Das hier ist nicht richtig, darum wird es verkauft.
So, junges Alpaka. Weibchen wird verkauft. Die beiden behalten wir. Dann haben wir hier Pferde, Weibchen, Männchen, Weibchen. Ach, behalten wir. Obwohl, brauchen wir zwei Stuten? Brauchen wir die? Ich meine, die ist sogar älter. So, Pferde bringen echt viel Geld. Dann haben wir hier Bauteile. Fortschrittliche Bauteile. Und schon haben wir wieder alles Geld ausgegeben. Und dann Großkatzenfell könnten wir kaufen. Okay. Da haben wir wenig von. Stoff behalten wir. Okay. Ah, endlich. Die ganze ranzige Kleidung können wir verkaufen, die wir hier haben. Können Gold kaufen. Normal, exzellent, aber gebraucht. Jetzt haben die auch plötzlich eine Psi-Fokus-Probe. Okay. Das ist auch schon angebraucht. Das hier. Das hier. Das hier, das hier. Parker aus Stoff ist auch 63%. Parker aus dünnem Leder. So, und wir haben sogar einen kleinen Gewinn gemacht jetzt. Bier oder sowas gibt es hier nicht, ne? Also man könnte Hasenfleisch oder Pferdefleisch, Riesenfaultierfleisch. 600 Riesenfaultierfleisch könnte man kaufen. Oder Beeren. Ah ne, das sind die Beeren, die ich habe. Die könnte ich verkaufen, okay. Oh, die... Ah ne, Ziegen kann ich kaufen, okay. Ich dachte, die kaufen auch welche, aber nein. Sehr gut. Wo ist die Frage, wer soll denn diesen hier Halbzykler kriegen? Wer hat denn hier hauptsächlich Arbeiten, wo man nicht so besonders viel Bewusstsein braucht? Eieiei, Tierkrankheit Grippe. 7 von deinen Tieren sind an Grippe erkrankt. Stell sicher, dass die Betroffenen medizinisch versorgt werden und so viel Ruhe wie möglich erhalten. Ja, okay. So, gerade welche verkauft, welche an Grippe erkrankt. Aber so ist das halt immer. Liegt hier unten irgendwo noch was? Ein Ei. Und noch so ein exzellentes Hemd, was aber kaum mehr da ist. So, okay. Immerhin Nuno ist zufrieden mit der Kleidung jetzt. Er hat immer noch erheblichen Entzug. Konstanzia ist fast wieder hergestellt. Okay, die unterhalten sich hier. Meine Güte, Nuno gab Konstanzia eine Chance, über Glückseligkeit zu diskutieren. Konstanzia und Mensch unterhielten sich über Schminke. Großartige. Und hier passiert weiter nichts, wa? Hier haben die jetzt diese Mauer gebaut und das hier wird sich nicht gekümmert. Und hier liegt noch ein schlechtes Messer aus Stahl rum.
Wird wenigstens die Mauer langsam gebaut? Nein, auch nicht. Baut hier überhaupt irgendjemand irgendwas? Ja, jede Menge Leute fürs Bauen eingeteilt. Komisch. Ja, Cross hat sie, aber Talent hat sie nicht. Kerstin soll mal auch Aufseher machen. Vielleicht geht das dann schneller mit dem Anheuern. Konstanze ist vollständig geheilt. Jetzt sollte das... Sie ist immer noch nackt. In der Kälte geschlafen. Können wir ihr nicht irgendwie so ein... irgendwas reinbringen hier? So, wir machen mal alles löschen. Dann machen wir kritisch. Und dann machen wir hier mal... Kleidung. Hose. Soll jetzt mal eine Hose hin auf das Gebiet. Dann kann sie sich die Hose anziehen. Weil die sind ja zu dritt drin und sie läuft ohne Hose rum, die Architektin. So, mal gucken, was Kerstin gerade mit Jefim beredet hat. Kerstin fragte Jefim über seine Freunde aus. So, kennst du die ohne Hose da? Oder sowas? Kerstin fragte Jefim über seine Lieblingsspeise aus. Kerstin zeigt Interesse an den Augen von Jefim. Kerstin fragte Jefim über seine Muskeln aus. Okay, in die Richtung geht das. Carsten, pass auf. Kerstin zeigte Interesse an der Reizbarkeit von Jefim. Okay, es ist ein bisschen creepy jetzt. Kerstin versuchte, Jefim für die Kolonie zu gewinnen, ja. Ist auch eine, wie sagt man, Strategie. Kennenlernen neue Leute, Kleidungswahl, Interesse an der Gesichtsbehaarung von Mensch, so. Nun hat scheinbar ein Typ. Nuno erzählte Mensch etwas über das Kennenlernen neuer Freunde. Nuno versprach Mensch das Blaue vom Himmel und fragte, ob er der Kolonie beitreten will. Die Leute werden zusehends verzweifelter. Sie unterhalten sich über Mittag und Entspannung. Das muss echt langweilig da drin sein. Hier ist auch noch nichts passiert. Was ist denn da wichtiger als das Bauen? Für Markus ist nichts wichtiger als das Bauen. Wo ist Markus gerade? Ach so, Markus baut hier den Wall. Okay. Okay, ist wenigstens einer mit Bauen beschäftigt. Haben wir sonst noch jemanden? Ist Tierpflege? Ja gut, Tierpflege, da kann man sich den ganzen Tag mit beschäftigen hier. Wer ist denn noch gut in Bauen? 9, 10. Cross baut auch. Wo ist Cross? Cross sehe ich nicht am Bauen. Cross sehe ich am zum Essen laufen. Warum liegt Jefim nicht im Bett? Ach so, weil das als Krankenbett markiert ist. Die Scheißleiche da. Aber mittlerweile haben wir Gräber genug. Also, bin ich immer noch hier happy-go-lucky, fröhlichste Mensch der Welt? Nee, das ist jetzt Markus. Dann darf Markus mal Wolle beerdigen. Wolle riecht auch schon so ein bisschen komisch. Bench kommt mit Essen an. Carsten kommt auch mit Essen an.
Konstanze ja mittlerweile eine Hose an? Nein, immer noch nicht. Haben wir keine Hosen, sag mal? Was ist das? Ach, doch, wir haben jede Menge Hosen. Okay, dann kann das nur noch sein, dass das Gebiet höhere Priorität hat als das hier. Dann sorgen wir einfach mal dafür, dass die Priorität runtergesetzt wird hier. Markus schläft mit Zylinder. Okay. Kann mal einer eine Hose wohin tragen? Nicht dahin! Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Die machen halt zwar schon das, was sie sollen, aber das ist dann unter Umständen anders, als man sich das vorgestellt hat. Macht Bench irgendwas, wozu er viel Bewusstsein braucht? Tiere, Handwerk. Bewusstsein okay, also ich würde das ja gerne mal ausprobieren mit dem Gehirngedöns. Es ist auch schon wieder fast 40 Minuten rum, dann hätten wir auch irgendwie sowas wie einen Höhepunkt der Folge. Harmon, okay, hatte einen leichten Zusammenbruch, weil jemandem wurden Organe entnommen. Das ist schon so lange her, dass wir hier die Lungen geklaut haben für Carsten. Das gilt schon gar nicht mehr. Yep. Biorhythmus halbiere. Heißt der, okay. So, was macht das? Mehr überzykladischer Halbzylinder. Bewusstsein minus 15% ist jetzt nicht so schlimm, oder? Das ist. Man ist so ein bisschen bedröhnt. Eigentlich passt das zu Bench, würde ich sagen. Machen wir das mal. Zumal Bench hier auch als Reinigungskraft angestellt ist. Das heißt, er kann dann den ganzen Tag rund um die Uhr kann er hier den Dreck wegmachen, damit die Leute sich besser fühlen. So, wo soll. Ach so, mit dem Holz wollte hier die Mauer bauen, siehst du. Aber geht schon gut los. Dann gucken wir mal, ob wir das Pflanzenfressergebiet erweitern können hier. Ja. Ist das nicht schön? Können die hier unten nämlich auch grasen und verhungern vielleicht nicht so schnell wie bisher. So, Nunu operiert Bench gerade. Nunu hat bei der Operation am Bench geradezu lächerlich versagt. Das ist kacke, weil der war teuer. Kopfkratzer, Nasebruch, Oberkörperschnitt, Kratzer, Bruch, Kratzerschnitt. Tod in 7 Stunden. Okay. Tod in 15 Stunden. Okay, außer keine unmittelbare Gefahr. Das ist jetzt doof.
Jetzt ist das Teil natürlich verbraucht, obwohl wir es nicht einbauen konnten. So ist das Leben. Müssen wir halt mehr kaputte Kleidung verkaufen. So, super. Es wäre aber auch mal nett, wenn hier irgendjemand was machen würde. Oder dürfen die hier nicht hin? Nee, doch dürfen die. Dürfen überall hin. Braun hat ein Junges zur Welt gebracht. Sehr gut. Ach, ist das schön übersichtlich, oder? Schummrige Betäubung, Blutverlust, Kratzer. Aber er kommt langsam wieder zu sich. Bewusstsein auf 70%, also fast so, als wäre die Operation von Erfolg gewesen. So, da haben wir schon mal das. Dann können wir nämlich bald auch hier das hier abreißen. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion Nordwest an Hysia besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln zu haben. Okay. Können wir uns die auch angucken? Das ist Hook. Pyromane, Nachteule, Misogynie. Okay, also der ist. Beleidigt Frauen, ist nur nachts aktiv und zündet Sachen an und wird niemals nie Feuer löschen. Cool. Gutes Gedächtnis. Sind das nur Nachteulen? Nee, wir haben hier einen, der ist keine Nachteule, aber ist Transhumanist. Das bedeutet, er möchte gerne möglichst viele Prothesen haben. Möglichst. Ja, möglichst. Träumt davon, ihre natürlichen Körperteile zu verbessern, also möglichst bessere. Nicht einfach nur vier Holzbeine oder so. Ja, naja. Also gut, jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde. Es wird wahrscheinlich irgendwie einen Tag dauern, die Episode hochzuladen auf YouTube mit meinem Internet. Aber das ist dann halt so. Dann bis zum nächsten Mal.